So, einmal ein kurzes Video, wie man die Sprechpausen wegmacht. Zunächst brauchen wir Audacity. Und in Audacity ziehen wir dann unser Beispiel rein. Kann man natürlich auch mit Audacity öffnen. Hier oben nehmen wir mit Analyse Soundfinder halt so eben nicht, sondern wir markieren alles. Und dann mit Analyse Soundfinder stellen wir das ein, was eben hier Ruhepause ist und welche Pausen ab welcher Länge weg sollen. Beispielsweise, man kann auch eine andere Einstellung machen, kann man mit spielen. Und dann einmal OK drücken, dann sieht man, wie der da durchläuft und hier die Pausen macht. Hier ist jetzt so eine Textspur entstanden. Diese Textspur, die exportieren wir. Textmarken exportieren. Und zwar in das gleiche Verzeichnis, wie wir das andere auch hatten. Ich glaube, das war es hier. So, und das muss genau so heißen, nur mit .txt, wie die Videodatei auch heißt. So, Beispiel .txt und weg ist sie. Dann können wir Audacity schon wieder zumachen. Projekt müssen wir nicht speichern, wer will das schon haben? Und da haben wir die Textdatei, da haben wir unsere Videodatei. Jetzt gehen wir in das Python-Skript rein hier, dass wir mit meinetwegen Emacs oder so aufmachen. So, da müssen wir es hier eintippen. Wenn wir nur eine Datei haben, dann muss man, meine ich, noch ein zweites leeren String hier hinterlassen. Das ist vielleicht nicht ganz so optimal gemacht. So, also da muss die jetzt der Dateiname ohne irgendeine Endung drinstehen. Abspeichern und dann brauchen wir noch ein Terminal in dem Verzeichnis und dann geht das Ganze mit Python crop2py los und schon ist er dabei, jetzt hier ohne Sprechpausen eine kürzere Datei zu erstellen. Das muss man jetzt vielleicht nicht ganz sehen. So, nun ist das fertig. Diese Fehlermeldung hier unten kommt daher, dass wir da noch einmal einen leeren String mit drin hatten. Und wir sehen, dass hier jetzt Beispiel Compact entstanden ist. Im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten mit 22 MByte, ist das jetzt nur 15 MByte groß. Ja, gut, das war's eigentlich. Dankeschön. Und die ist jetzt eben auch entsprechend kürzer. Die Datei kann man sich entsprechend angucken, wie viel kürzer sie geworden ist.